Willkommen zu diesem Video. Wir sind's, Freddy und Daniel von Fit zu Hause. In diesem Video testen wir ein Kettler-Laufband. Kettler ist ja eine bekannte Marke für Sportgeräte, aber auch ja, für diverse andere Sachen. Und ihr könnt gespannt sein, wie dieses Gerät im Test abschneidet. Viel Spaß beim Video. Einleitend ist zu sagen, dass sich dieses Gerät in der oberen Preisklasse befindet und wir es deswegen auch mit den Produkten der oberen Preisklasse vergleichen. Der Aufbau war ziemlich einfach. Bei Laufbändern war generell gar nicht so kompliziert, wie wir es erwartet hätten. In einer halben Stunde ist man hier zu zweit locker durch, wahrscheinlich eher 20 Minuten. Also es ist kein Punkt, ja, der negativ in die Wertung fällt. Man muss aber sagen, dass man zu zweit sein muss, weil ihr könnt euch das schon vorstellen, das Gerät wiegt ziemlich viel. Ich glaube, knapp über 80 Kilo. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn man zu zweit dabei ist. Aber sonst, wie gesagt, sehr einfach. Ja, Daniel, was sagst du zum Design? Ja, man kann sich das Gerät ja mal angucken. Ich finde, es ist schlicht gehalten. Es passt wirklich in jede Wohnung. Also es ist schwarz und grau gehalten. Ganz schlicht, also braucht man keine Angst haben, dass es jetzt irgendwie negativ in der Wohnung auffällt. Also ist natürlich immer eine Geschmackssache, aber ich finde, es ist schlicht und sieht gut aus. Ja, da kann ich zustimmen. Ich mache gleich mal weiter mit dem Material. Es sieht nämlich auch hochwertig aus. Da kann man dann den Bogen immer zum Material schlagen. Kettler ist generell dafür bekannt, hochwertige Sportgeräte zu machen. Und auch das können wir hier wiedergeben. Also es ist ein wirklich gutes Sportgerät, auch wenn wir hier ordentlich dran wackeln oder wenn ich mich hier hochstütze. Ich hoffe, ich bin nicht aus dem Bild. Ich könnte sogar so eine Fitnessübung machen. Das hält das alles aus. Also, dafür ist das Gerät aber nicht gedacht. Nein, ist es nicht. Aber nur falls man jetzt beim Laufen irgendwie stolpert oder so, keine Angst, man kann sich da ohne Probleme festhalten, das ist kein Problem und auch sonst sehr hochwertig. Genau, also die Marke Kettler ist wie gesagt ja auch dafür bekannt. Aus diesem Grund wird das Kettler Laufband auch sehr oft gekauft, einfach weil die Menschen Vertrauen in diese Marke haben und dieses Vertrauen ist nicht unberechtigt. Man weiß immer, was man von der Marke Kettler bekommt und auch in diesem Fall waren wir nicht enttäuscht. Genau, ansonsten kann man noch was zum Benutzergewicht sagen. Das sind 120 Kilo, also laut dem Hersteller. Ich denke, man kann das auch noch mit deutlich mehr Gewicht belasten, aber das sind natürlich die offiziellen Normen, die der Hersteller vorgibt. Genau, man kann sonst noch was zur Lauffläche sagen. Die ist groß genug, also man braucht da gar keine Angst haben, dass die irgendwie zu klein ist. Das ist immer ein wichtiges Merkmal, wenn man Laufbänder untereinander vergleicht, aber bei diesem Gerät braucht man da gar keine Angst haben, sie ist wirklich groß und man hat hier auch noch diese Seitenflächen, das heißt, wenn man zwischendurch kurz eine Pause machen möchte, kann man kurz darauf gehen, Freddy macht das hier einmal vor, das ist gar kein Problem, also genau, da hatten wir keine Probleme. Ansonsten kann man noch sagen, dass wir hier Pulssensoren haben, falls du deinen Puls messen möchtest. Ja. Genau, gibt es eigentlich nichts zu sagen. Und doch, was man noch sagen kann, hier diese Griffe sind in einer guten Höhe angebracht, weil wir hatten schon mehrere Geräte, da waren die ziemlich weit unten. Bei Freddy ging das gerade eben noch, aber bei meiner Größe, ja, ich musste mich dann schon so leicht beugen und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja, ansonsten auch sehr wichtig, man kann dieses Gerät zusammenklappen. Ich blende einfach mal ein Video ein, weil ich da jetzt gerade draufstehe. Und dann hat man das Gerät ja sehr viel kleiner, sonst sieht man ja, nimmt das schon ziemlich viel Platz weg. Aber dann kannst du es auch zusammenklappen, nimmt weniger Platz in der Wohnung weg, hat unten noch Transportrollen, um es auch zu bewegen. Es ist allerdings natürlich ein schweres Gerät. Ich würde damit jetzt keine 100 Meter fahren, aber um es jetzt in die Ecke zu schieben oder so, ist es kein Problem. Genau. Machen wir schon weiter mit dem Computer oder hast du jetzt noch was zum Material zu sagen? Nö, ich würde dann mit dem Computer weitermachen. Der befindet sich hier vorne, also super im Blick, während ich laufe. Ist übersichtlich aufgebaut. Ich kann zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Steigung, die ich auch hier mit verstellen kann, über Schnelltasten einstellen. Das heißt, ich muss da nicht, ja, sag ich mal, ewig draufdrücken. Es geht nämlich bis zu 16 km/h. Kannst dir vorstellen, dass das nervig wäre. Sondern du kannst hier ganz schnell einfach mit einem Knopf zum Beispiel auf die Höchstgeschwindigkeit gehen. Die Steigung kannst du bis zu 10% einstellen, genau. Und ja, man kann sagen, wenn du 10% Steigung hast und 16 km/h, das ist schon ordentlich anstrengend. Also da kommen auch Fortgeschrittene an ihre Grenzen. Das ist kein Problem. Ich musste das Ganze machen. Wir hatten vorgestern 35 Grad und dann wurde ich hier nochmal ein bisschen durch die Gegend gescheucht. Steigung aufs Maximum und auch noch schön 16 km/h. Hat auf jeden Fall Spaß gebracht, aber genau, für den Test macht man sowas hier gerne. Genau. Ja, sonst haben wir hier noch Trainingsprogramme, die sind natürlich auch immer nett beim Training, vor allen Dingen, weil sie hier durch ein Intervalltraining auch das Ganze abwechslungsreicher gestalten. Das heißt, du hast in einem bestimmten Zeitintervall eine wechselnde Intensität. Ja, finden wir praktisch, ist effektiv fürs Training, abwechslungsreich. Also da kann man
nicht viel falsch machen. Auch die Anzeige ist gut. Ich mache das Ganze jetzt hier mal an. Genau. Oder auch nicht. Wieso mache ich das jetzt? Ja, doch. Man muss dabei laufen, oder? Man muss dabei laufen. Ich lasse es jetzt, sonst wird das hier zu laut. Aber, obwohl, da fällt mir noch was ein. Das Gerät ist gar nicht laut. Das ist nämlich übel leise. Was für ein Übergang. Ja, ja. Als wäre es geplant. Also dieses Gerät ist wirklich eines der leisesten Geräte, die wir getestet haben. Also wenn du zu Hause dabei Fernsehen gucken möchtest oder im gleichen Raum noch irgendwie deine Mitbewohner sitzen oder so, ist das mit diesem Kettlergerät kein Problem. Genau, man muss natürlich sagen, dass es beim Laufen generell ein paar Geräusche entstehen, aber das Gerät an sich ist deutlich, ich glaube, es war das leiseste, das wir haben. Ja, also ja. Das ist schon echt gut. Ansonsten kann man hier noch dieses diesen Sicherheitsmechanismus einmal erklären. Genau. Wie macht man das? Ich habe hier vorne einen Clip, den könnte ich jetzt, ich habe das jetzt nicht ausgerollt, aber das könnte ich mir hier vorne an die Kleidung machen. Und dann muss ich den Sicherheitsclip hier drauflegen, damit das Ganze überhaupt startet. Also wenn ich dann nämlich hinten zum Beispiel runterfalle oder so, dann ja, stoppt das Gerät und fährt wieder runter, also dass es dann wieder auf die 0 km/h kommt, damit ich mich hier nicht verletze. Ich meine, jeder kennt die Videos, wie irgendwelche Leute im Fitnessstudio oder gegen die Wand fliegen oder so. Das sollte damit dann nicht passieren. Genau, sonst kann man auch kurz sagen, dass da ein Getränkehalter ist. Ist ein kleines Detail, aber ist auf jeden Fall praktisch, wenn man beim Laufen noch ein bisschen was trinken möchte. Genau, sonst, ja, die Kalorien werden noch angezeigt beim Computer. Ja, das ist immer Kalorien bei Sportgeräten immer kritisch zu betrachten oder, ja. Es ist ein ungefährer Wert. Es kann helfen, um die Motivation zu steigern, aber man sollte diesen Wert jetzt nicht auf die Goldwaage legen und dann sagen, okay, danach haue ich mir direkt eine Tafel Schokolade rein. Es führt in der Regel nicht zum Ziel. Genau. Dann kommen wir doch zum wichtigsten Punkt, dem Training an sich. Was würdest du dazu sagen? Das Training an sich ist echt gut. Also wie gesagt, die Laufläche ist so groß, dass man sich nicht die ganze Zeit konzentrieren muss, dass man drauf bleibt. Zusätzlich kann man sagen, dass es noch eine leichte Federung hat oder eine leichte Dämpfung. Wenn du sonst immer auf der Straße läufst, also auf dem Asphalt, dann wirst du es bestimmt kennen, dass ab einem Kilometer X, je nachdem wie trainiert du bist, irgendwie deine Gelenke wehtun. Das wird hier definitiv nicht eintreten, beziehungsweise nicht, ist auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall später oder nicht so oft, weil man einfach noch eine gewisse Dämpfung hat. Es ist entlastet die Kniegelenke, aber auch die Sprunggelenke, den Fuß allgemein, also es ist auf jeden Fall echt eine gute Sache. Ja, und sonst, ich hatte es ja schon angesprochen, die hohe Intensität beim Training. Also da ich von 0 bis 16 km/h gehen kann und dann auch noch die Steigung einstellen kann, ist es wirklich möglich für Anfänger wie weit Fortgeschrittene hier drauf zu trainieren. Das heißt, wenn du das Gerät jetzt als Anfänger zum Beispiel kaufst, hast du auch die Möglichkeit, da in 2 Jahren intensivem Lauftraining immer noch an deine Grenzen zu gehen, was ich sehr praktisch finde, weil sonst ist es ja nervig, wenn ich ein neues Gerät haben muss. Und auch Fortgeschrittene, ey, wenn ihr die Steigung auf 10% und 16 km/h, da könnt ihr auch ein super Intervalltraining machen. Das ist hiermit auch gar kein Problem. Genau, ich glaube, wir haben alles gesagt. Wollen wir zum Fazit kommen oder hast du jetzt noch irgendeinen Punkt? Aber nee, ich würde zum Fazit übergehen. Wie findest du das Gerät? Also das Gerät ist top, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Es ist in der oberen Preisklasse angesiedelt. Es kostet nicht so wenig, aber man muss sagen, der Preis ist durchaus gerechtfertigt. Man bekommt ein gutes Gerät, man weiß wirklich, was man hier hat. Man kann definitiv erfolgreich darauf trainieren, abnehmen, Ausdauer trainieren, was auch immer du damit möchtest, ist hiermit auf jeden Fall problemlos möglich. Man hat einen soliden Computer, der einfach zu bedienen ist, wo man, der nicht irgendwas Training stört, also das ist echt eine gute Sache. Hast du sonst noch irgendwas Fazit? Nee, also es ist einfach auch noch irre leise. Wirklich ein gutes Gerät, wir können es empfehlen. Link findest du unterm Video, da kannst du den aktuellen Preis einfach mal abchecken. Und sonst kann ich dir noch unsere Facebook-Gruppe ans Herz legen. Dort kannst du Fragen rund um Sport zu Hause, natürlich übers Lauftraining oder auch über Geräte, also über dieses Gerät spezifisch stellen. Entweder antworten wir beide oder andere Gruppenmitglieder, um uns natürlich einfach weiterzuhelfen. Ich hoffe, wir sehen dich da. Link findest du auch unterm Video und dann bis bald. Ciao.